Willkommen bei der Motorzeitung. Letzter Tag auf der TC Leipzig. Wir berichten aber weiterhin. Jetzt sind wir auf dem Stand von Wave Camper und schauen uns den T6.1 Long an. Mit dabei ist der Henry und der Henry zeigt uns jetzt einmal das Fahrzeug. Grüß dich. Hallo, hallo. Willkommen auf der Messe in Leipzig. Danke. Willkommen auf dem Wave Camper Stand. Ich zeige euch heute mal den T6.1 in der langen Version. Lange Version bedeutet, der ist 5,30 Meter gegenüber der kurzen Version mit 4,90 Meter. Wir haben hier ein wunderschönes Blau, haben einen Wavecamper-Ausbau von uns, den wir selbst gestalten. Aber kommt doch einfach mal mit, dann schauen wir mal rein und ich kann euch ein bisschen was erklären. Bevor wir reinschauen, ja. Welche Maße hat das Fahrzeug von außen? Wie sieht es aus mit Höhe und Breite? Das ist ein komplettes Alltagsauto, was wir konzipieren. Das heißt, ihr sollt in die Tiefgarage reinkommen mit 1,99. Ansonsten gibt es immer noch die Möglichkeit mit einem Luftfahrwerk, um das zu nivellieren und abzusenken auf 1,95. Wir haben eine 2,15 Meter Breite. Also das heißt, für den Stadtverkehr und halt, es ist ein Alltagsauto, um ein Fahrzeug, um den Alltag zu entfliehen. Welche Motorisierung hat das Fahrzeug? Wir haben jetzt hier 150 PS, 7-Gang DSG-Getriebe. Wir haben die Option, halt einen Automatik-Schalter, einen Allradantrieb, also einen Formotion-Antrieb zu nehmen. Dieser hat jetzt kein Formotion, sondern einen Frontantrieb. Wir haben hier an dem Fahrzeug eine Markise mit verbaut von Fiama. Haben, ich mache mal kurz einmal die Tür zu. Wir sehen es von der Länge her, ist es schon beachtlich. Wie gesagt, diese 40 cm macht schon viel aus im Fahrzeugbau. Wenn wir nachher mal zu dem kurzen rüberschauen, seht ihr auch genau die Unterschiede. Okay, dann sehen wir auch gleich sehr präsent das Dach oben. Ist ein SCA-Dach. Ja. Beim SCA-Dach ist halt das Schöne, dass man es, wie hier jetzt angedeutet, komplett öffnen kann. Das heißt, im Sommer wunderbar durchflutet von Luft. Ihr habt einen schönen Ausblick. Wir haben bei den einen Dächern bei uns das SCA-Dach mit verbaut mit der Panorama-Funktion, sodass ihr entscheiden könnt, möchte ich es zu haben oder im Sommer etwas luftiger. Und natürlich mit einem Insektenschutz, sodass die ungebetenen Gäste auch draußen bleiben. Jo. Also geeignet für 4 Personen zum Schlafen? Genau. Genau. Jetzt ist ja gerade jemand drinnen. Vielleicht können wir hinten anfangen, dass wir hinten. Dann gehen wir nach hinten. Jawohl. Wir sehen auch hier Alufelgen. Die sieht schon recht groß aus. Genau, es sind 18 Zoll. Mhm. Wir haben, man sieht es hier ganz schön, das komplette LED-Paket, das heißt die Heckleuchten und auch vorne die Frontscheinwerfer in LED. Wir sehen jetzt, da wir jetzt ja eigentlich komplett anders anfangen, sehr schön von hinten. Wir haben Einzelsitzsystem. Einzelsitzsystem aus diesem Grund, wir mögen es flexibel. Wir haben es gerne, dass das Fahrzeug sich nach euch richtet und ihr euch nicht auf das Fahrzeug einrichten oder einstellen müsst. Wir benutzen die Sitze nicht, um das Bett zu bauen. Wir sind komplett flexibel in der Hinsicht. Ihr könnt die Sitze rausnehmen, könnt trotzdem nach unten schlafen. Auch das Bett ist herausnehmbar, wenn ihr mal einen Umzug fahren wollt. Das heißt, ihr seid wahnsinnig flexibel in der Handhabung und alles ist schnell rausgebaut oder herausgenommen, besser gesagt. Wir haben die Airline-Schienen von vorne bis hinten. Ja. Durch diese Airline-Schienen hier haben wir mal die Wohnraumabdeckung noch mit drauf. Bietet halt so viel Flexibilität und Befestigungsmöglichkeiten von Fahrrad angefangen über einen Motorradhalter, Ösen für die Ladungssicherung und somit könnt ihr eigentlich bestimmen, was habt, ist egal, was ihr vorhabt, ihr könnt es machen. Ja, ein super modulares System, wenn ich jetzt sage, ich bin nur alleine oder zu zweit unterwegs, ich brauche keine Sitze, ich brauche die zusätzlichen Schlafplätze nicht. Will aber mal ein Fahrrad dabei haben, gar kein Problem. Dann. Also ich habe ein kleines Kind, wenn ich den mal verkauft habe und mit meiner Frau allein unterwegs bin, nehme ich einen Sitz raus, weil ich gerne face-to-face mit ihr sitze. Aber rein theoretisch würde es auch ohne Sitze gehen und ich kann trotzdem ohne rum oder natürlich unten generell schlafen. Wenn ich jetzt große Sachen transportieren möchte, nehme ich das Bett einfach heraus. Wir gehen dann gleich mal noch mit herein, dann zeige ich euch gerne mal den Bettumbau. Wir haben noch eine Besonderheit. Wir sehen, hier ist komplette frei. Wir haben hier eigentlich einen Heckschrank. Das heißt, wir haben den mal herausgenommen, weil den kann man ganz leicht herausnehmen bei uns. Bedeutet, wenn ihr unterwegs seid und in der Stadt schlafen wollt und nicht das Aufstelldach aufmachen wollt, lasst ihr den Schrank einfach zu Hause, genauso wie auch auf längeren Touren. Dann lasse ich ihn drin, um halt den Stauraum nutzen zu können und stelle mir dann den Schrank einfach mit ins Vorzelt und habe dort gleichzeitig einen Schrank, wo ich was ablegen kann. Cool. Wenn ich den Schrank rausnehme, habe ich eine Breite von 1,50 Meter, um zu schlafen. Aber jetzt ist es gerade frei. Wollen wir mal kurz reingehen? Geh mal rein, bevor es wieder voll ist. Genau. Das heißt, ich baue euch das einmal um.
Jawohl. Wir sehen durch die Einzelsitze halt, ich kann die Sitze komplett nach hinten durchschieben und das Bett. Ich lasse den mal jetzt hier vorne stehen, klappe diesen nur nach hinten, haben hier einmal die Sitze. Das heißt, ich drücke dieses nach unten, ziehe es hoch und schon ist der Sitz gelöst. Ja. Kann ihn dann frei auf der Alleinschiene hin und her bewegen. Dann haben wir ein Slide-Out-System. Ich ziehe dieses heraus, habe den einzigen Klappmechanismus. Lege das unten ab. Habe dann hinten meine Matratzen liegen. Wir haben hier ein Klettsystem, das heißt auch für unruhige Schläfer, dass alles an seinem Platz bleibt. Und genauso schnell, wie ich das Bett jetzt baue, ist es natürlich auch zurückgebaut. Und wir sehen hier, dass es wirklich schon ähnlich wie zu Hause ist, von der Liegefläche her. Ja, da könnte man noch einen Topper drauf machen, damit es noch bequemer wird, ne? Und damit die Sitze auch sauber bleiben natürlich. Genau, das auch, aber man kann sie auch abziehen und ganz normal in der Waschmaschine waschen. Ah ja. Und einen Topper braucht ihr rein theoretisch nicht. Ich habe selber Rückenprobleme, habe jetzt meinen Wavecamper seit 3 Jahren. Und obwohl es ein geteiltes System ist, schläft es sich sehr, sehr angenehm, weil die Matratzen sind formstabil und durch die Decke auch wirklich bequem zum Liegen. Okay. Hast du uns nochmal, ich glaube, du hast jetzt ein Längenmaß gesagt, Länge und Breite insgesamt hier? Wir haben hier eine 1,90er Länge und 1,50 in der Breite zum Schlafen. Im oberen Bereich natürlich etwas mehr, weil wir an der langen Version sind. Das heißt, wir haben hier über 2,20 Meter in der Liegefläche in der Länge schon. Ja. Und welche Breite haben wir oben? Das schauen wir uns nachher noch an. Wir schauen dann eh nochmal mit oben rein. Wir haben über 1,20 reine Liegefläche, an den Seiten noch ein bisschen mehr Platz, sodass man auch wirklich bequem zu zweit rumliegen kann. Alles klar. Wenn man sich mag. Ne? Mal davon ausgehen, ansonsten würde ich mit dem auch nicht in Urlaub fahren. Ja, stimmt. Alright. Und zwar ist wichtig, dass man trotzdem noch alles benutzen kann. Das heißt, man kommt an den Kühlschrank ran. Wir haben einen 45 Liter Kühlschrank mit einem herausnehmbaren Gefrierfach, um diesen Nutzinhalt nochmal zu erhöhen. Wir haben natürlich für die Not in der Nacht haben wir einen WC verbaut, was ich ganz normal dann herausziehe, um nicht nach draußen zu müssen. Es regnet, es ist kalt. Ich kann meine Notdurft mal ganz normal in der Nacht auch im Fahrzeug verrichten. Ihr kommt trotzdem noch an die Züge mit heran und könnt somit auch an dem, was ihr verstaut habt, wenn ihr da mal schnell ran müsst, obwohl das Bett gebaut ist, schnell herankommen. Mhm, super. Wir haben ein Softlock-System, das heißt, alle Auszüge sind auch mit Metallauszügen. Wir haben, unser Fokus liegt auf diesem Möbelausbau, genauso wie auf der Bodenplatte. Wir sehen es hier ganz schön, das Brett haut nicht überein wegen dem Kühlschrank, aber die Maserung zieht sich komplett einmal bis nach hinten in den Heckschrank komplett durch. Das ist euer zweites Wohnzimmer, ihr sollt euch wohlfühlen und natürlich die Ästhetik, die Optik spielt natürlich eine große Rolle. Oder so aus einer Holzplatte durch. Genau, gebaut, das bedeutet zwar etwas mehr Verschnitt, aber diesen nutzen wir anders und können das so realisieren, dass es wirklich auch von der Maserung her übereinstimmt. Das ist richtig mit einem Kantenumleimer. Das heißt, wir sehen es hier oben mal ganz schön an den Ecken. Ich komme mal rein. Ja, gerne. Ja, gute Verarbeitung. Bedeutet natürlich auch eine hohe Langlebigkeit, dass ihr lange daran Freude habt. Wenn der Wagen 20, 25 Jahre hält, soll der Innenausbau genauso lange halten. Wir haben ein eigenes Lichtsystem. Wir machen den Wagen winterfest, haben uns als Obermaterial für ein Vlies entschieden. Vlies hat die Eigenschaft, zieht die Feuchtigkeit, die ihr nachts ausatmet, an, speichert diese und morgens, sobald eine Tür oder ein Fenster geöffnet wird, gibt es diese wieder frei. Bedeutet natürlich ein sehr, sehr angenehmes Klima in der Nacht und natürlich von der Akustik, selbst wenn man sich unterhält im Fahrzeug, eine ganz andere Akustik, als wenn das als Blech wäre oder Plaste verkleidet. Ja. Wir haben ein eigenes Lichtsystem. Wenn ich jetzt mit meiner Familie unterwegs bin, lasse ich in der Nacht das Unterflurlicht an, weil das stört nicht beim Schlafen. Und jeder findet seinen Weg, wenn er nachts mal einen Durst verspürt oder wirklich seine Notdurft verrichten muss. Wir haben in allen Fahrzeugen in der Serie eine 12-Volt-USB-Steckdosen, 230-Volt-Steckdose verbaut und natürlich die normale Standheizung. Ja. Haben hier unten eine Taschenlampe drin und eine induktive Ladeschale für euer Handy. Das heißt, das Kabel entfällt, ihr legt das Handy rauf und es lädt automatisch. Wir haben natürlich auch einen Tisch in der Küche integriert. Den Tisch könnt ihr bei uns für zwei Arten nutzen. Einmal geben wir euch ein Dreibein mit, sodass er selbsttätig
draußen steht. Ich hole ihn mal mit rein. Ja. Das heißt, für draußen wirklich einen stabilen Tisch mit diesen drei Beinen. Und drinnen nehme ich ihn einfach ab und klicke ihn hier an die Leiste mit heran und habe ihn somit befestigt und habe einen Tisch, den ich auf der Leiste hin und her schieben kann und gleichzeitig dann auch zum Essen, zum Kartenspielen oder beim Glas Wein abends mit meiner Frau hier sitze. Ich würde kurz einmal das Bett zurückbauen, dass wir das auch mal mit den Stühlen sehen. Ja, dass wir auch mal sehen, wie schnell das geht. Das heißt, ich klappe das wieder nur herum. Jetzt hast du natürlich Übung, ne? Aber ihr seht ja selber, eigentlich bedarf es keiner Übung. Das ist wirklich der einzige Klappmechanismus. Hier klappen wir die Beine ein und schieben dann dieses Bett einfach nur unter die Matratze. Ja. Und fertig ist es. Easy. Dann habe ich meinen ganz normalen Stuhl, der durch die Airline-Schienen natürlich auch. Und so kann ich mir meine Situation für den Abend halt so herrichten, wie ich es möchte. Dann schauen wir uns die Küche noch fertig an. Ja. Wir haben nämlich noch zwei Gasherde. Da sind zwei Flammengaskocher. Ja. Eine schöne tiefe Spüle, sodass man auch mal Teller oder einen Topf abwaschen kann. Haben direkt das Schiebefenster mit hier ran, sodass man auch diese Kochstelle wirklich mal benutzen kann, um seine Suppe, sein Essen zu erwärmen oder Kaffee oder Teewasser sicherzustellen. Ich nehme mal den Tisch wieder heraus. Das heißt, wir lösen es nur wieder, haben ja dann die Möglichkeit, es auch auf der Schiene hin und her zu schieben. Und ich ziehe dir mal das Bett herunter, sodass du mal oben reinschauen kannst. Also ihr habt es gesehen, mit einer Hand ist das Bett unten, überhaupt keine Anstrengung. Eigentlich ist eine Schlaufe dran, die haben wir nur nach oben gelegt. Ich komme mal mit an deine Seite. Ja, gerne. Oben haben wir ein Tellersystem, das Foliesystem. Mhm. Ist natürlich ein sehr, sehr angenehmes Schlafen, auch mit dieser dünnen Matratze. Ja. Weil euer Körpergewicht verteilt sich auf der gesamten Liegefläche. Und das Highlight, was ich wirklich genieße, wenn ich mal oben schlafen darf, es ist im Sommer belüftet. Ich klappe es mal ganz kurz einmal nochmal hoch. Wir sehen hier oben ein Mesh-Material. Das bedeutet, ihr schwitzt beim Schlafen nicht im Sommer. Und das Schöne ist, wenn ihr im Winter- oder im Herbstbereich die Heizung anhabt, Wärme steigt nach oben und ihr habt ein beheizbares Bett. Mhm. Oder ein schön warmes Bett, so rum. Ist das ein Herausforderungsschutz für Kinder? Oder? Das ist, das befestigt man hier vorne. Das ist einmal der Abschluss während der Fahrt, sodass das Ganze auch ein Gesamtbild ergibt, dass wenn man das Faltdach herunterzieht wieder und verschließt, dass der Bike vom Zelt nicht hier unten rumhängt, sondern sogar gibt es dann ein Gesamtbild und ist komplett geschlossen. Alles klar. Für alle Bulli-Fans gibt es natürlich wahnsinnig viel auch im Zubehör. Wir haben auf unserer Internetseite einen Zubehörkatalog. Wir haben hier zum Beispiel ein Beispiel von kleinen Packtaschen, die an der Seite befestigt sind, weil uns aufgefallen ist, sei es im Pkw-Bereich oder im Wohnmobilbereich, kleine Sachen liegen irgendwo in der Schublade und wenn man sie wirklich braucht oder sucht, findet man sie nicht. Hier hat man sein eigenes Ordnungssystem, was man gestalten kann, wie man möchte. Alles ist mit einem Klett hinten sicher verstaut. Das heißt, vom Zahnputzzeug über das Kartenspiel etc. alles flexibel zu gestalten. Okay. Und da unten ist noch eine kleine Ablagefläche, oder? Genau, hier haben wir noch ein kleines Ablagefach. Wenn man bei der langen Version bis zu 8 Stühle aufsetzt, sodass man auch im hinteren Bereich hat für sein Nintendo, für sein Kartenspiel etc. Alles klar. Dann lass uns doch mal rausschauen, was das Auto von außen noch bietet. Ich zeige euch mal noch eine schöne Sache. Ja. Und zwar haben wir ja in der Heckklappe zum Beispiel, sodass ihr den Stauplatz, den das Fahrzeug bietet, für eure persönlichen Sachen nutzen könnt und nicht für Stühle oder Tische, haben wir hier 4 Stühle drin, die wir herausnehmen. Das heißt, ihr seid am Strand oder fahrt zum Strand, habt vielleicht einen Stuhl dabei, den ihr leicht tragen könnt und zum Strand mit runternehmen könnt. Und die natürlich auch wahnsinnig schnell sind zum Aufbauen. Mhm. Davon haben wir 4 Stück in der Heckklappe drin. Ganz klassisch der Original VW-Tisch in der Schiebetür, sodass ihr 2 Tische dabei habt, bis zu 4 Stühle in der Heckklappe und so natürlich alles habt, was ihr zum Camping benötigt, um auch ganz gemütlich draußen zu sitzen. Okay. Apropos draußen, du bist jetzt gerade schon mit dran vorbeigelaufen.
Wir haben natürlich auch eine Heckdusche. Ja. Ich habe bei mir noch ein Heckzelt mit dran, dass man so ein kleines Separé hat, wo natürlich auch am Tage mein WC mit hinten steht und kann mich so ganz entspannt abduschen und frisch machen und habe dann mein komplettes Bad und Umkleidezimmer im Heckbereich. Ja, mit ein bisschen Privatsphäre sogar noch. Die sogenannte Privatsphäre, genau. Ja. Wir sehen hier zum Beispiel, wir bieten euch an, wir haben hier eine Scheibe. Mhm. Wenn du jetzt kurz noch einmal durchkommst, weil hier ist ja eigentlich der Heckschrank. Das heißt, hier würde eine Scheibe gar keinen Sinn ergeben. Mit einem Fenster, was man öffnen kann. Das ist der sogenannte Glaslook-Effekt. Das heißt, wir bieten euch an, die Silhouette des Fahrzeugs einmal stimmig zu machen, von vorne bis hinten, sodass es ein komplettes Gesamtbild ergibt. Und das in Verbindung jetzt bei dem Blau mit den schwarzen Felgen. Schaut schön aus, muss man schon sagen. Und für alle Fans des kurzen Bullis haben wir noch eine, ich sage jetzt mal, spezielle Variante. Die steht direkt hier neben. Bulli trifft es hier gut, sage ich. Bulli trifft es gut, genau. Ja. Er sieht schon etwas kräftiger aus und etwas gewaltiger. Wir sehen hier, haben wir einmal ein Cycle-Fahrwerk verbaut mit den Delta-Felgen, mit der AT-Bereifung. Das heißt, dass ihr auch nicht nur auf dem Campingplatz und auf normalen Wegen unterwegs sein könnt, sondern auch abseits und fernab der Wege. Um dafür auch gewappnet zu sein, haben wir an der Seite Sandbleche befestigt. Das heißt, dass ihr auch aus der Situation, falls ihr euch doch mal festfahren solltet, auch ganz leicht herauskommt. Sonst ist das Fahrzeug relativ gleich innen, oder? Vom Innenausbau ist immer derselbe Premium-Innenausbau. Das heißt, die Qualität leidet auch nicht im Offroad-Bereich, sodass ihr keine unangenehmen Knatsch- oder Quietschgeräusche während der Fahrt habt. Okay. Wir können gerne mal einen Blick noch mal reinwerfen. Das jetzt mal in einer etwas anderen Fassung. Wir haben hier vorne, Laser verbaut, das heißt, dass auch in der Dunkelheit ihr es taghell gestalten könnt und auch den Überblick behaltet. Achtung, die sind nicht straßenzugelassen, die darf man nicht während der Fahrt. Ne? Genau, deswegen haben sie, danke, da greifst du mir schon gerade vor, deswegen haben wir sie, also sie dürfen in Deutschland nicht mit dem Fernlicht gekoppelt sein. Dafür haben wir einen extra Schalter gestaltet und verbaut, sodass ihr dann im Gelände auch das Licht zulassen oder anschalten könnt, weil es im normalen öffentlichen Straßenverkehr nicht zugelassen ist. Okay. Hier haben wir dasselbe Prinzip wieder, herausnehmbarer Tisch mit dem Dreibein. Das heißt, dass ihr wieder die Möglichkeit habt, zwei Tische mit dabei zu haben. Ebenfalls in der Heckklappe nochmal Stühle. Wir haben hier einen speziellen Offroad-Boden, der rutschfest ist. Genauso auch für die Schienen haben wir Wohnraumschienen, das heißt, dass die Airline-Schienen abgedeckt sind, sodass, wenn ihr im Gelände unterwegs seid, auch kein Dreck in die Schienen mitkommt. Ansonsten derselbe Innenausbau, dasselbe Bettsystem. Hier haben wir zum Beispiel nochmal, wir hatten ja vorhin über Zubehör gesprochen, die Airline-Schienen, wo es wahnsinnig viele Befestigungsmöglichkeiten gibt, vom Spiegel über einen Krepppapierhalter angefangen. Eurer Kreative sind halt keine Grenzen gesetzt. Routenhalter, Fahrradhalter, Motorradhalter für die Airline-Schienen auf dem Boden. Da könnt ihr euch wirklich wahnsinnig austoben und im Zubehörbereich alles finden. Das findet man auf eurer Webseite, hast du ja vorhin schon unter gesagt. Unter anderem, genau. Ja, okay. Einfach mal schauen zum Runterladen. Jo, dann gehen wir nochmal zurück zum ersten Fahrzeug. Ja. Vielen Dank für die nette Führung. Gerne. Interessante Fahrzeuge. Die Frage, die alle natürlich beschäftigt heutzutage ist, kann man das überhaupt bestellen? Kann man das kaufen? Ja. Und wenn ja, wie viel kosten diese Fahrzeuge? Das ist so aus dem Stegreif schwer zu sagen. Es kommt immer darauf an, wie der VW konfiguriert ist, von welchen Assistenzsystemen wir sprechen, ob ihr einen Schalter möchtet, einen Allradantrieb. Mein Chef ist sehr, sehr findig und clever gewesen, hat viele Fahrzeuge vorbestellt. Das heißt, wir können euch quasi, wenn wir einmal rüberschwenken, in diesem Monat schon Fahrzeuge ausliefern, im nächsten Monat ausliefern und haben Fahrzeuge auf Heide sozusagen, wo wir nur noch warten, wie ihr euren Innenausbau gestalten wollt, weil bei uns ist das Küchendekor, ob ihr Eiche wollt, Nussbaum, Weiß oder diese Dekore miteinander kombinieren wollt, kostenneutral, genauso wie das Vlies innen drinne, ob ihr ein schwarzes Vlies wollt mit schwarzen Gardinen oder ein graues Vlies mit grauen Gardinen. Da warten wir auf den Input von euch, wie ihr euren Wavecamper gestalten wollt, bauen diesen dann aus und liefern euch den vielleicht noch, wenn ihr schnell genug seid, pünktlich zur Weihnachtszeit, um
ein kleines Geschenk unterm Weihnachtsbaum zu haben. Du meinst aber Weihnachtszeit 2022, oder? 2022, genau. Also wir sprechen hier nicht von 12 oder 18 Monate Wartezeit teilweise. Natürlich sind die Fahrzeuge schon konfiguriert und von nicht mehr änderbar, da sie schon bei uns stehen. Aber im Innenausbau könnt ihr euch komplett austoben und euren Wavecamper so gestalten, wie ihr ihn haben wollt. Und damit man sich es besser vorstellen kann, wie viel kostet das Fahrzeug in dieser Konfiguration? Der hat jetzt wirklich eine Vollausstattung, so wie er hier steht. Vollausstattung heißt, außer das 4Motion, kostet, so wie er hier steht, 106.880 Euro. Ja. Mit den zwei Tischen, mit den vier Stühlen und so, genau so, wie er hier steht. Mit der kompletten Fahrerhausverdunklung, Markise, Schlafdach und den kompletten Assistenzsystemen, die VW bietet. Okay. Henry, vielen Dank für die Führung. Gerne, gerne. Und wünsche noch eine gute Messe und bis dann. Ciao, ciao. Ich euch auch. Bleibt gesund. Wir sehen uns vielleicht in Berlin.